Hallo, liebe Leute. Ich habe gesehen, dass London City Verstärkervideo erfreut sich ja großer Beliebtheit. Ich wollte euch ja ein bisschen auf dem Laufenden halten und ich zeige euch jetzt mal, was hier gerade Stand der Dinge ist. Zunächst mal, ja, die Schalter sind eingebaut. Hatte ich ja gesagt, Zweiphasentrenner. Ich hatte mir hier jetzt noch als Standby-Schalter einen mit einer zusätzlichen Schaltoptionen gekauft. Den kann ich aber gerade nicht so benutzen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss mal gucken, ob ich da eine Leistungsreduktion drüber mache. Im Moment habe ich da einen Vorwiderstand fest verschraubt. Der bringt aber nicht so viel. Das ist hier mein Power-Sagging Versuch. Es gibt da auch von Justin Holton im Internet so eine Anleitung, wie man einen Hot Rod Deluxe angeblich zum Saggen bringen kann, so dass der schmatzig klingt und so. Also ich kann den, ich habe das mal an einem kleinen Laney LC15R gemacht, da war es ganz cool, aber ich glaube, das funktioniert halt nicht bei jedem Amp gut, zumindest bei dem Amp nicht, der so viel Leistungsreserven hat. Also über den Widerstand alleine saggt hier nichts. Also für die, die sich auskennen, ganz spezielle Angelegenheit. Ich habe noch nicht geschafft, den. Ich hatte in einem anderen Video gesagt, den wollte ich festmachen. Der hatte noch keine Not. Ich habe im Moment die Gegenkopplung hier aufgetrennt. Ab. Ich stehe da eigentlich drauf, wenn die Amps keine Gegenkopplung haben. In die Verdrückung, dass der bei 130 Watt anfängt, ein bisschen matschig im Bass zu werden, komme ich so selten. Da habe ich lieber einen offeneren Sound. So, ich will euch aber hier zu den Eingangsbuchsen noch was Wichtiges sagen. Hier experimentiere ich gerade mit verschiedenen Kathodenwiderständen, also mit Kathodenwiderständen und Koppelkondensatoren in der Kathode von der Eingangsstufe 1 und 2. Und ich habe spaßeshalber mal eben so eine die erste JCM-800-Schaltung hier implementiert. Ich habe diesen One-Wire-Mod gemacht und kann jetzt, wenn ich auf der Buchse bin, habe ich nur eine Vorstufe. Und wenn ich auf der Buchse bin, habe ich beide Vorstufen hintereinander geschaltet, hier über die Schaltkontaktbuchse. Das ist so die erste rudimentäre Schaltung, wie die auch bei den JCM-800 gemacht haben. Einfach nur für mich zum Ausprobieren. Ich bin jetzt gerade dabei, immer noch den Clean-Kanal zu voicen, so dass ich den schön finde. Da kann ich euch noch gar nichts präsentieren. Ich finde es eigentlich, ja, ich finde es ein bisschen zu harsch. Ist ein schöner Clean-Kanal, aber hat irgendwie noch nichts Besonderes. Da bin ich gerade bei. Deswegen seht ihr auch hier diverse Treble Caps. Also da ist da einmal der Treble Cap über dem Mix Resistor, Mischwiderstand. Und dann gibt es ja immer noch den an dem Poti, noch ein Bright Cap. Damit kann man große Veränderungen erzielen. Das habe ich an einem anderen Marshall. Da gehen ja die Werte rauf bis auf 5 Nanofarad. Ich habe hier 50 Pico drin. Damit hat Marshall auch mal gestartet. Und die sind dann selber raufgegangen bis zu 5 Nano. Und das macht dann auch diesen typischen Marshall-Mittenhönk-Verzerr-Sound auch erheblich aus, meiner Meinung nach. Da könnt ihr also gut mit rum experimentieren. Also die 50 Pico mal auf 150 Pico, 200 Pico, das gibt es alles in alten Marshall Amps. Das ist hier der Treble Cap, der über dem Lautstärke, da über dem Lautstärke Poti sitzt. Ich weiß immer nicht, von Stufe 1 oder 2, müsst ihr gucken. Wie gesagt, da hat Marshall den Wert im Laufe der Jahre verzehnfacht. Verzehnfacht, bin ich richtig? Nee, verhundertfacht, ne? Von 50 Pico auf 5 Nano. Und jetzt wollte ich euch noch eine wichtige Sache sagen. Ich hatte ja in dem ersten Video schon gesagt, dass ich versuche mal hier, ich versuche mal ein bisschen mit Zoom zu arbeiten. Ja, okay. Dass in dem Arrangement bei mir falsche Widerstände drin waren, dass die 68 Widerstände waren 220K Widerstände, wahrscheinlich um den Eingang zu bedämpfen oder auch als Gridstopper, größeren Gridstopper, um ein bisschen hohe Frequenzen aus dem Spiel zu kriegen. Das habe ich jetzt habe ich jetzt, ja genau, Marshall-mäßig zurückgesetzt. Aber was ich bis vor kurzem gar nicht gemerkt habe, und das will ich euch eben daran teilhaben lassen,
Das Arrangement hier war falsch angeschlossen. Irgendein Techniker hatte vorher, bewusst oder unbewusst, das so verkabelt, dass der Widerstand gegen Masse nicht 1,2 Megaohm war, sondern 130 K. So, Achtung, ich zoome mal wieder raus. So. Und ja, für all diejenigen von euch, die schon mal mit Gitarrenpotis rumexperimentiert haben, die wissen, eigentlich tut sich so lautstärkemäßig nichts, bis man so auf 130 K ist. Da, und da geht dann die Lautstärkeregelung quasi los. Davor verliert man halt nur Höhen, Brillanz. Und das war hier an dem Verstärker der Fall. Also, ja, hier der 220 K war sogar ursprünglich vorgesehen, sehe ich gerade, aber den habe ich ja auf Marshall-Werte zurückgesetzt. Das Arrangement hier, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, mit dem 1-Mega-Widerstand, seht ihr das hier? Der war irgendwo an der falschen Stelle dran, an einem von den Schaltkontakten. Das habe ich dann irgendwann gesehen. So dass das ganze Signal war wie eine Gitarre, die schon jetzt mit zugedrehtem Volume-Poti betrieben wird. Ihr wisst ja, Volume-Poti an der Gitarre muss man gar nicht benutzen, weil es gehen ja nur erstmal nur die Höhenflöten. Ich sage deshalb allen Schülern, Volume-Poti eigentlich nicht anfassen. Lautstärke macht man am Verstärker. Also, kurzum, wir hatten hier einen Verstärker, der hat richtig schöne Brillanzen für den Clean-Kanal verloren. Und das wollte ich euch doch mal eben kurz zeigen als Zwischenstand. Sonst kann ich leider noch nicht so viele Erfolge berichten. Also der Sound gefällt mir noch nicht so. Ist jetzt prima, in Ordnung, alles fein. Aber es ist mir noch nicht dreidimensional genug. Da probiere ich jetzt noch weiter und dann werde ich euch auch sagen, was ich da gemacht habe. Also, guckt euch, wenn ihr diesen Verstärker irgendwie findet, auf dem Drödelmarkt oder sonst wo. Super Amp, astrein, ihr könnt daraus jeden Marshall Amp bauen, den ihr wollt. Mit einem richtigen Turret Board, nicht das, was Marshall in seinen Reissues verbaut hat. Ganz einfach, seht ihr hier rum zu tweaken, zu experimentieren hier mit den Werten. Das ist alles ganz einfach. Aber guckt euch das Input Arrangement an. Nicht, dass ihr da irgendwie Höhen verliert. Da denkt man nämlich so, ja, klar, ist Standard. Guckt da mal schnell drüber, sieht alles ganz gut aus. Und bei mir war es eben, wie gesagt, so, ich hatte 130 K gegen Masse. Hätte aber 1,2 Megaohm gegen Masse haben müssen. Das heißt, das Gitarrensignal wurde seiner schönen, brillanten Höhen beraubt. Vielleicht besser für cremige Verzerrung, mag sein, ist aber einfach nicht der Standard, wie er sein sollte. Ja, so viel mal für zwischendurch. Ich muss nochmal hier dieses Bias-Poti zeigen. Das ist einfach so geil. Seht ihr das? Ein rudimentäreres Poti kann man ja nicht mehr herstellen. Und was soll ich sagen? Ja, läuft seit, der Amp ist von, was habe ich gesagt? Ende der 70er, Anfang der 70er. Ja, läuft seit 40 Jahren ohne Probleme. Ja? Das Einzige, was sowieso an dem Amp kaputt war, das hatte ich in dem ersten Video schon gesagt, waren irgendwelche japanischen Plastikpotis, die wahrscheinlich 1990 da reingekommen sind. Aber die Originalsachen liefen alle noch tadellos. Also, ne, passt auf bei der Input-Konfiguration. Ich schraube hier weiter am Sound und sobald ich zufrieden bin, lasse ich es euch wissen. Hier, ich bin gerade dabei, da die Gegenkopplung habe ich komplett aufgetrennt. Ja, ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch interessiert meine kleine London City Restaurations- und Tweaking-Serie. Ich freue mich weiter über Likes und Kommentare und vielleicht wollt ihr mich ja auch über Facebook kontaktieren. Da würde ich mich freuen. Ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis bald.